Ja, hallo liebe Abonnenten, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Da bin ich wieder, der lang verschollene Elite, das ist wieder da. Naja, lang verschollen ist ja ein bisschen Quatsch. Ja, auf jeden Fall, Freunde, bin ich wieder da und es geht mir wieder ein bisschen besser. Und ja, wir fangen erstmal an mit Opposing Force 2, eine Demo. Ja, viel zu erzählen, kann man ehrlich gesagt nur zu Opposing Force 1, wenn überhaupt. Ich hoffe, ihr kennt Opposing Force 1. Opposing Force 1 ist ein Half-Life 1 Add-on, wollte gerade Mod sagen. Nein, es ist ein Add-on, eine offizielle Erweiterung zu Half-Life 1. Man spielt in diesem Add-on die Soldatenseite von Half-Life 1 und man spielt General Shepard, glaube ich. Ich glaube, der heißt General Shepard. Genau. Ja, und man wird am Ende irgendwie von G-Man in einem fliegenden Raumschiff im Weltraum eingesperrt. Naja, und bin mal gespannt, was hier diese Demo jetzt zu leisten hat. Vorneweg gleich gesagt, es ist nicht ganz blind mehr, weil ich schon mehrere Versuche hatte, es aufzunehmen mit einem Freund, aber das ging dann irgendwie über, mit dem Mikrofon nicht, das war irgendwie zu leise. Deswegen kenne ich mich leider schon komplett hier aus, aber es ist nicht so wichtig, finde ich persönlich. Kann ja halt ein bisschen mehr dazu sagen. So, ich hoffe, ich kriege es in einem Part, aber ich glaube, das wird vielleicht noch im zweiten Part. So, da geht nämlich hier schon der Gruselfaktor los hier am Anfang. Und zwar haben wir hier drei Kapitel, sind im Teil auch nur drei Karten, dementsprechend. Und das ist das Problem, ich hatte am Anfang einfach nur auf neues Spiel starten geklickt. Und da passiert dann halt nicht wirklich das, was ich erst gedacht hatte. Deswegen fangen wir mal diesmal gleich mit Kapitel 2 an, weil das ist eigentlich die Story sozusagen. Ja, sozusagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, Story kriegt man hier überhaupt nicht mit, weil das ist so kurz und es ist eigentlich, es ist kurz, kann man einfach schon mal so sagen. Ja, was gut ist, es kommen hier Half-Life 1 Monster vor und ich glaube sogar eine neue, nee, mehrere neue Arten sogar von den Mod-Entwicklern ausgedacht, glaube ich. Ja, und Entschuldigung, falls ich nochmal immer ein bisschen huste oder so. Kann vorkommen, weil ich bin noch nicht ganz kuriert. Aber ich kann euch nicht lange länger hier auf die Folter spannen. Es muss ja einfach mal hier wieder weitergehen. Oh ja. Wow. Genau, wir beginnen hier in einem total unbekannten Ort für uns. Und beginnen auch mit einer richtig dicken Arsenal an Waffen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Mit einer Glock, die man nicht erkennen kann, weil es wieder zu dunkel ist. Und ich habe gleich eine SMG eingesammelt. Ach, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt letztes Mal. Ha! Das ist dieses komische Teil halt. Ey, geil, mit Aufladeschlag. Cool. Glock. Ah ja, genau. Hier, das ist unsere Taschenlampe. Die finde ich persönlich extrem gewöhnungsbedürftig. Kann man hier überhaupt im Dunkeln besser was erkennen? Muss ich mal gucken eben. Ah ja, kann man. Naja, finde ich nicht so besonders prickelnd. Ich finde, man sollte vielleicht noch zur Taschenlampe greifen können. Naja, okay. Die Glock haben wir hier. Dann haben wir hier ganz normal einen Revolver. Die SMG. Und eine M16. Persönlich, also ganz ehrlich, die Waffen persönlich finde ich alle ganz schön krass kacke hier. Nicht vom Aussehen her, sondern außer die Schrot. Von der Wirkung her werdet ihr gleich sehen. Man sieht es da hinten vielleicht schon. Da hinten ist ein Bullsquid. Ja, Half-Life 1 Monster, Freunde. Ja, es wird langsam der Trend wahrgenommen, von wegen, dass man die Half-Life 1 Mobs doch vielleicht doch auch mal übernehmen sollte. Ja, bin ich ganz der Meinung. Wow, das ist hier noch ein bisschen buggy. Komische Geräusche und irgendwie sind die viel zu fett. Habe ich auch in den letzten Aufnahmen schon gesagt. Viel zu fett, Freunde. Sieht doch aus, oder? Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen buggy, man merkt es. Wenn das Bullsquid mich bespucken will, dann erstmal schöner Frozen Screen. Naja, aber ist nicht so schlimm. So, wir nehmen jetzt mal noch die Schrot. Oh mein Gott. Falls man wird es im Laufe dieses Partes merken, es spielt anhand der Hintergrundgeräusche in Episode 2. Man hört die Zitadelle leicht im Hintergrund. Ich glaube, es ist zumindest die Zitadelle ist. So, eigentlich kamen in den letzten Parts jetzt immer fast Zombies.
Ey, das ist hier wirklich jedes Mal anders, Freunde. Jedes Mal anders. So, wir nehmen mal diese Batterie schon mit, wohlwissend. Aber wartet mal, bevor ich hier weitergehe. Ah, da kommen sie. Ah, da kommen sie, die Mistschweine. Und ich krieg es wieder nicht hin, die Zombies, die Headcrabs dabei zu killen. Wow, daneben, mein Freund. Erstmal die Headcrab. Oh, das war knapp. Da ist noch einer. Na, 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 wo bist du? Ah, da bist du. Hier ist noch irgendwo der Zombie. Ich höre ihn nicht mehr. Was zum Teufel? Ich bin aber immer so ein Lacker hier. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der jetzt weg. Er ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Allein. Nein, okay. Wir bestaunen jetzt mal alle samt hier diesen wunderbaren... Was hat das denn im Hintergrund eben? Hintergrundgeräusch meine ich. diesen saugeilen Hintergrund. Ich finde den persönlich wirklich, finde ich den richtig toll. Man sieht zwar einen ganz kleinen Tick an manchen Stellen, das ist natürlich 2D-Bilder sind die hinten. Ganz ehrlich, man muss es nicht ganz so genau sehen, aber ich finde, es sieht hammergeil aus. Haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Wenn sie das in so einem Stil weitermachen und so, dann sind sie eigentlich ganz gut dabei. So, ich, wie gesagt, ich nehme die Batterie immer wohlwissend schon mal mit, weil ich weiß, wir werden die gleich gebrauchen. Warum ist, wo ist dieser eine Fast-Zombie hin? Keine Ahnung. Das ist doof. Das ist jedes Mal anders. Wartet mal, hier ist lustig. Mein Gott. Hä? Habt ihr gerade ein bisschen das Schlucken gehört? Eigentlich saß er auf dem Stuhl. Das ist hier echt jedes Mal anders. Irgendwie ist das komisch. Ich weiß nicht, ob die das so geplant haben hier. Also ich habe das mindestens dreimal gespielt schon jetzt, weil es jedes Mal nicht funktioniert hatte. Und ihr Lungen, Freunde, es ist jedes Mal anders bisher. Hm. Na gut. Wir brauchen, wie gesagt, diese Batterie hier. Dieses Szenario kennen wir natürlich mit der Batterie. Aber wie gesagt, wir brauchen sie hier um... Ah, das ist Wind, Freunde. Um dieses wunderbare Tor zu öffnen. Ich wollte mich gerade nur umschauen. Wo? Ah ja, jetzt ist der Zombie da. Los, beschmeiß mich mit Medikit. Komm, 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 komm. Sonst hat es auch geklappt. Komm, beschmeiß mich mit Medikit. Mann, sonst in den anderen Parts hat das gemacht. Entschuldigung, Freunde. Ja, 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 ja. Beschmeiß mich damit. Los, komm, komm, komm. Ach, leck mich doch. Wow, daneben. Okay. Wir schnappen uns noch die Muni hier oben. Oh, also ganz ehrlich, die Taschenlampe ist Müll. Gut, Freunde, wir haben diesen Teil erledigt. Oh Mann, Entschuldigung. Und kommen jetzt zu diesem, in Klammern, etwas schwierigen Teil. Da ich jetzt schon wohlwissend weiß, also ganz ehrlich, Freunde, ich zeig's euch mal nur mal so zum Wissen. Diese M16... Oh, ich kann jetzt auch Granaten damit schießen. Die verzieht übel, also verstreut übelst. Jetzt hat man es gerade nicht wirklich gesehen. Also ich werde sie vielleicht nochmal nutzen. Aber ich werde wohlwissend jetzt den Raketenwerfer nutzen, weil ich weiß, dass da unten haufenweise Muni ist. Und wir werden hier gleich von einem Gunship angegriffen. Ach, Mist. Snacks. Den habe ich noch voll erwischt. So, hier drin ist, erwarten uns jetzt ein paar. Ach, scheiße, ich komme hier nicht rein. Oh, guckt euch das an. Oh Mann! Mann, schieße! Oh mein Gott! Und. Oh Gott, ich brauche Leben, Freunde. Aber die haben wir hier auch. Oh! Oh, Scheibenkleister. So, hier links ist, wie gesagt, Munition. Wohl wissen, dass hier ein Gunship spawnt. Ah! Okay, wartet mal. Wir müssen mal irgendwie Einheit gebieten. Ja, yeah, ins Arsch. Oh, ach Mann, die, ja, der Himmel ist hier komischerweise ziemlich niedrig. Voll dumm. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Mann, dieser Himmel, ey. Hä? Ach so. Ach so, man kann hier den Sensor abschalten. Aber der war eben gar nicht angewiesen. So. Erster Treffer.
weiter. Was? Er hat ihn erwischt, Mist. Boah, das war knapp. Ja, letztes Mal ging es immer schneller. Boah, das ist ein Schwein, das scheiß wie, ey. Ja, das war es, Freundchen. Boah, was für... Ah, das ist gedriftet hier. Okay, gut, das wussten wir immer am Anfang nicht ganz. Weil es immer hier gelandet ist, immer an der gleichen Stelle. Okay. Ja, es ist jetzt leider eigentlich alles vorprogrammiert und der Alarm lässt natürlich genau denn nach, als wir das scheiß Vieh gekillt haben. Gut. Es ist natürlich alles ein bisschen wissend jetzt von mir, aber kann ich leider nicht ändern. Aber es ist hier wirklich auch nicht viel, Freunde. So. Also ich weiß nicht, was das hier soll. Das ist hier einfach nur so eine lächerliche kleine Kommandozentrale der Combines. Naja, man hat hier noch ein paar Combines. Ja, den habe ich. Wow. Wow. Mein Freund, du kriegst mich nicht. Ich sage euch, die Waffen sind hier irgendwie ein bisschen Müll. Keine Ahnung. Oh, ich stelle mich damit hier zu doof an. Die hier, wie gesagt, streut übelst. Außer die Schrot, die ist cool. Und die hier verzieht wie Sau. Man kann damit gar nicht richtig zielen. Ja, das ist total dumm. Naja, die Pistole geht noch. Wir nehmen mal jetzt einfach die normalen Standardwaffen. Wow, das ist total tolle Nachtsichtgerät. Oh, hier ist er. Lambda-Zeichen drauf. Nee, doch nicht. Sah so aus. So, ich brauche mal ein bisschen Leben. Ich weiß zwar, dass ich sie eh nicht mehr brauche, aber egal. Gut, wir können doch mal nach oben gehen. Wir wollen uns ja hier ein bisschen umschauen. Euch ein bisschen die Welt zeigen. Den Stil, wie sie sie bauen. Persönlich, vom Aussehen her, halte ich, finde ich es sehr toll. Hoffe, wie gesagt, dass sie den Stil hier weitermachen. Es ist sehr interessant. Aber eben halt ziemlich kurz, der Mod hier. Also, das ist ja auch wirklich nur eine Demo, aber... Selbst für eine Demo ist es ziemlich kurz. Oder ich bin einfach nur verwöhnt mit, Dangerous World 2. Naja, mal gucken. Hier kann man noch rausgehen. Ja, aber hier, wie gesagt, hier ist nichts weiter. Man kann sich hier umschauen, aber es ist nichts. Gut, Freunde, wir gehen weiter. Lustigerweise kann man das abschalten. Das ging meiner Meinung nach eigentlich sonst nie. Nur in den ersten Teil, Half-Life 1. Hm, naja. Ja, damit kriegt das Gunship natürlich so nicht. Ja, Freunde. Wow, es kommt zurück. Man kann... Hier bin ich ehrlich gesagt letztes Mal noch gar nicht lang gegangen. Oh mein Gott. Also hier ist gleich Ende. Wenn ich jetzt hier die Straße entlang gehe, passiert gleich nichts mehr. Also ich krieg gleich einen Black Screen. Und dann ist Ende. Ja, das war's. Ja, es ist storymäßig ziemlich flach gehalten. Und es wird hier fast nichts erzählt dabei. Naja, okay. Neues Spiel. Wir gucken jetzt uns mal das dritte Kapitel mal kurz an. Das Stadium möchte ich euch als letztes zeigen. Es ist so, ihr müsst euch so vorstellen, wie bei Scientist Slaughterhouse ist es im Trainingsraum diese Arena, wo man Gegner spawnen kann. Es ist nicht wirklich so toll wie in Slaughterhouse. Es war viel besser in Slaughterhouse. Kann ich euch schon mal im Vornherein sagen. Ja, Freunde, das hier ist ein Multiplayer-Kapitel wahrscheinlich. Da wollen sie zeigen. Finde ich ziemlich gut gemacht. Aber irgendwie kommt es mir ziemlich klein vor. Und zwar ist das ein... Ist es das Trainingscamp. Das ist das Trainingscamp aus Opposing Force. Wo, wenn man Training macht, dass man hier halbwegs durchlaufen muss. Vielleicht ist es auch noch nicht mal... Also auf jeden Fall ist es hier eine Multiplayer-Map. Es ist auch prinzipiell... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Half-Life 1... Ich glaube, es ist sogar in Half-Life 1 eine Multiplayer-Map. Ja... gar nicht. Doch, ich glaube, das sah so ähnlich aus wie in Opposing Force. Hä, was ist denn nun los? Ich habe gar keine Waffe mehr. Auch nicht schlecht. Ja, es ist eine Multiplayer-Map, wo man nicht mal Multiplayer drauf spielen kann. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also muss man sich die Map wahrscheinlich einfach mal aus den Ordnern nehmen. Ja, wie gesagt, einfach nur in Source Engine umgewandelte Multiplayer-Map. Warum ist denn das hier blau? Hm, keine Ahnung. Ja, finde ich ganz hübsch, will ich mir jetzt nicht alles komplett angucken, kennt jeder vielleicht und kann man sich selber angucken, ist wie gesagt, ist hier nicht interessant, als wenn ich jetzt die ganze Zeit durch die Gänge renne und nichts entdecke, weil hier nichts ist.
Ja, das einzige, doch, hier, es gibt hier ein Special und eine lustige Sache ist, es gibt hier auch in Half-Life 2 so eine Multiplayer-Map und zwar dieser Bunker hier ist nicht umsonst. Man kann da hinten wieder irgendeine Atombombentest oder so starten, sodass sie alle außerhalb sterben, wenn ich das mal in die Tore hinzu und so. Ja, ist ganz cool, kennt man aber schon und deswegen will ich das jetzt euch auch nicht zeigen. Und wir wechseln mal wieder. Wir gehen wieder auf neues Spiel und gucken uns jetzt mal das Stadium an, weil hier gibt es nämlich auch schon eine Vorschau von einigen neuen Monstern und von den alten Opposing Force Monstern, die sie schon vorgestellt haben. Also, man hat es ja eben gesehen. Wartet noch kurz, ich muss noch einen Schluck trinken. So, viel besser. Und zwar, ja, hier, das ist die Arena. Ist auch ziemlich kleiner, ein ganzes Stück kleiner als die in Slaughterhouse. Man kann auch reingehen. Einzig Lustige, was man hier jetzt neu machen kann, man kann Barrikaden erstellen. Wupp. Ich habe da mal Benecke als erstes gelesen, ja, weil ich wieder nicht richtig gelesen habe. Also man kann hier schon irgendwelche Szenarien, aber nicht wirklich, meiner Meinung nach. Weil irgendwie geht das hier. Du kannst hier keine Teams wählen und so. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Kann sie wieder löschen, die Barrikaden. Weg sind sie. Dann kann man Props. Nein! Das ist der Michael Bay Mode. Der ist ein bisschen bescheuert, finde ich. Also man kann ihn noch hinzufügen zu diesem ganzen Gebettel. Und man muss aufpassen, wenn man den Button drücken tut, dass man genau drauf zielt, sonst aktiviert sich der nächste Button daneben. So, jetzt Props spawnen. Ja, man kann hier halt ein paar Props hinstellen. Dann kann man hier noch die Barrikaden, glaube ich, auch noch dazu hinstellen. Ups. Wow, Freunde. Ist das nicht immer... Und jetzt kann man hier so ein übelstes Szenario erstellen. Natürlich nicht. Kann man leider nicht. Das ist irgendwie ziemlich doof gemacht. Wie gesagt, deswegen werde ich das alles mal nochmal löschen. Naja, man kann auch die Gegner hier nicht löschen. Das ist auch richtig doof gemacht eigentlich. Hey, du sollst... Ah... Was ist denn das jetzt? Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Eigentlich ist das sonst gleichzeitig explodiert. Ja, man kann... Mann, dieser Michael Bay Mode habe ich erst gesehen, wie er aktiviert. Das ist es nämlich. Mann, das ist meine ich, der nervt. So, ich zeige euch mal ein paar neue Monster. Und zwar die Pit-Drohne zum Beispiel. Neu sind sie nicht. Die machen aber sehr geile Geräusche, finde ich. Es sind die Monster halt bekannt aus Opposing Force. Nichts Besonderes, nichts Neues. Deswegen werde ich hier wieder rausgehen. Oh, warum spawne ich denn hier, ey? Und werde jetzt. Die nächsten Mobs spawnen. Kann ich die eigentlich wieder rausnehmen, die Petron? Nö, er spawnt gleich mal die doppelte Menge. Super. Antennon Guards, die will ich nicht unbedingt. Bullsqueed haben wir ja vorhin schon gesehen. Finde ich persönlich ein bisschen zu fett, aber okay. Jetzt tun sich gegenseitig betackeln und berotzen und okay. Oh, ist ja geil, die Pit-Drone haben gewonnen. Die sind übrigens nicht groß anders gemacht oder verbessert worden gegenüber dem ersten Teil. Aber okay. Und zwar haben wir jetzt noch den Charger. Den möchte ich aber noch nicht nehmen, weil, Freunde, der Charger ist sowas von krank. Das ist auch wieder ein neu ausgedachtes Wesen von hier, von denen. Dann nehmen wir erstmal das Hundred-Rye. Kennt man, finde ich persönlich zu hell. Naja, ich finde es ein bisschen zu gelb, ein bisschen zu offensichtlich gefärbt. Naja, okay. Combine Soldier, das braucht man nicht. Jetzt hier neue Art wieder. Ich muss ganz genau auf den Button drücken, muss aufpassen. Sandborster. Das sind so eine komischen Teile. So eine komischen rollenden Kugeln. Keine Ahnung, die explodieren. Boah. Naja, nichts unbedingt Cooles. Oh, das Game ist abgekratzt. Wartet mal, Freunde. So, da bin ich wieder. Ist ein bisschen, naja, okay. Ist kein Problem, weil ich wollte euch sowieso nämlich jetzt den Charger zeigen. Ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen, weil die Zeit knapp wird. Und ich würde das alles in einem Part schaffen. Das sind diese komischen neuen Wesen. Ich kann hier nicht zoomen. Die sehen halt ein bisschen komisch aus. Ich gehe auch gleich mal runter. Aber ich will euch mal die Power zeigen. Und ich werde jetzt auch gleich mein... Jetzt guckt euch das an. Alter, gewonnen, hittet. Habt ihr das gesehen? Der Charger hat einen Unguard gewonnen-hittet. Ja, man kann sie jetzt... Ich guck's euch nochmal an. Und mein Fazit... Sehr interessant. Monster sind ein bisschen übel und sehen ein bisschen komisch aus. Aber
wenn sie das in diesem Stil weiter durchziehen, würde ich mich schon echt auf diesen Mod genauso freuen wie auf Black Mesa und Project Black Mesa. Operation Black Mesa. Oh, ich bin tot. Okay, Freunde. Ja, das sind so die Mods, auf die ich mich gerade am meisten freue. Und das war's jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Also, ciao!